Willkommen in Midgard, liebe Leute. Schön, dass ihr vorbeischaut zum Gartenrückblick 2021. Dafür beginnen wir mit ein paar Aufnahmen aus 2020, damit ihr auch wisst, wie es vorher aussah. Denn 2021 habe ich ein neues Beet angelegt. Aber 2020, wie ihr seht, gab es wunderschöne Blüten. Egal ob an den Kakteen, Krokus, Oleander, Geranien oder Trompetenblüten. Überall, wo etwas blühen konnte, hat auch etwas geblüht. Und nachdem diese Blütenpracht zu Ende war und die Oleander im Winterquartier, habe ich diese Fläche auserkoren für ein neues Beet. Denn ich will auf jeden Fall mehr richtige Beetfläche haben und weniger Pflanzen in Kübeln. Genügend Steine dafür sollten auf jeden Fall vorhanden sein in dem Garten, aus dem ich schon im Vorjahr Steine für den Gemüsegarten genommen hatte. Mit dem Ende des Sommers konnte ich anfangen, die Bodenplatten mit der Brechstange zu entfernen. Darunter so etwas wie ein Fundament, größtenteils aus Sand, aber dann auch teilweise aus etwas sehr, sehr festem Sand. Keine Ahnung, was es genau war, auf jeden Fall mussten wir es mit der Spitzhacke rausbrechen. Obwohl ich sagen muss, diesen Job hat mein Vater übernommen. Ich habe dann die ganzen Stücke vom Fundament aus der Erde rausgefischt. Auf diese sehr sandige Grunderde habe ich dann Blätter und Laub aus dem Hof drauf gemacht, um etwas Kompost zu generieren und ein wenig bessere Erde zu bekommen. Damit waren alle Vorbereitungen für den Winter abgeschlossen und wir mussten nur noch den Schutt entfernen. Die Pflanzen, die ihr hier seht, haben wir auch so stehen lassen, um ein paar Insekten auch ein wenig Platz zu geben zum Überwintern. Nach der Winterruhe habe ich zuerst versucht, ein paar Pflanzen zu retten, zum Beispiel Cola-Kraut. Mein Kumpel dachte, es wäre tot und hat es hier auf diesen Kompost, auf dieses Kompostbeet geschüttet. Allerdings hat das Teil noch gelebt, ich habe es eingepflanzt und es lebt auch wieder und schmeckt wirklich nach Cola oder nach diesem Cola-Gummibärchen. Unter dem Hibiskus habe ich dann zuerst ein wenig hübsch gemacht, das Laub entfernt und die Steine neu arrangiert und die Erde gelockert. Hier habe ich auch ein paar Blumenzwiebeln eingesetzt, allerdings wurden die nichts, denn die anderen Pflanzen, die auch da drin wachsen, wachsen einfach zu schnell und haben dann eben die anderen in den Schatten gestellt, dass die nicht genügend Sonne hatten und ja, dann können sie auch nicht blühen. In dem mittleren Hochbeet habe ich dann auch die Pflanzen zurückgeschnitten und eine neue Umrandung aus Stein den einzelnen Pflanzen gegeben, damit die ein bisschen eingezäunt sind, auch ein bisschen schöner aussehen, ein bisschen definierter. Dazwischen habe ich einen Bodendecker gesetzt, den wir auch schon etwas weiter vorne im Beet haben. Und natürlich ein paar Blumenzwiebeln für den Sommer. Und kurz vor der Nacht natürlich noch die Triebe der Feige abgeschnitten, damit die nicht zu stark austreibt. Etwas weiter vorne im Hochbeet hatten wir auch noch ein paar ungebetene Blumen, die da nicht wachsen sollten. Die kamen von den Töpfen, die in den Jahren davor da standen. Bei der Gelegenheit gleich ein paar Blumenzwiebeln in die Töpfe und ins Hochbeet. Und natürlich auch nicht vergessen, die Rosen zu schneiden. Vom Zeitpunkt muss ich sagen, wenn die Frythesien blühen, ist wirklich ein guter Tipp, den man online lesen kann. Zum Thema Rosenschneiden schaut da bei James, dem Gärtner, vorbei. Der macht wirklich gute Videos dazu und bei dem habe ich mir das auch einfach nur angeschaut und wirklich gute Tipps holen können. Für das neue Beet mussten die Steine aus dem hinteren Garten nach vorne gebracht werden. Und gerade bei diesen größeren Sandsteinen stellte sich das etwas schwieriger dar als gedacht. Zum Glück haben wir in diesem kleinen Garten sehr viele Steine, die wir nicht brauchen. Nur inzwischen weiß ich nicht, wohin noch damit. Denn es sind noch sehr viele Steine übrig, nur sehr wenig Platz vorne und in den anderen Gärten, um die dort noch zu verteilen. Wahrscheinlich werde ich aus diesen Steinen auch noch einen kleinen Steinhaufen vorne im Hof machen, beziehungsweise eine Trockenmauer, um ein paar Insekten und vielleicht auch ein paar Eidechsen anzulocken. Die Steine, die ich vorgeschleppt hatte, konnte ich dann verteilen. Zuerst die lange Seite entlang, wo ich wusste, wie es aussehen soll, und dann die Ecke, wo ich auch schon wusste, dass dieser eine schöne Sandstein da an den Rand kommen wird. Mit der fertigen Steinumrandung konnte ich dann auch anfangen, die ganzen Pflanzen einzusetzen. Zuerst Himbeere und Johannisbeere. Als nächstes der Granatapfel. Der hat allerdings noch seinen alten Standort am Teich und musste erstmal rausgeholt werden. Zum Glück hat der Granatapfel das Ganze überlebt, denn es war wirklich nicht vorhersehbar, ob er das Ganze schafft, da so viele Wurzeln verloren gegangen sind, da an diesem Teichrand einfach sehr wenig Platz war, um irgendwas wegzugraben, um wirklich sicher zu gehen, dass er überleben kann. Und gleich die Gelegenheit genutzt, einmal über dem Teich zu sein, so konnte man nämlich wirklich gut die ganzen Algen rausfischen. Die Algen haben wir dann auch gleich als Kompost bzw. Dünger genutzt für das neue Beet und den Granatapfel eingesetzt. Und als Abschluss einen Hopfen, den wir bestimmt schon seit 10 Jahren haben, der allerdings jetzt einen neuen Standort brauchte und auch einen bekommen hat. Den Gemüsegarten gibt es natürlich auch noch und hier zeigt sich der Gelbsenf von einer wirklich schönen Seite. Und es ist nicht nur für den Menschen schön, sondern auch für die Bienen, die darin wirklich sehr, sehr viele Blüten finden, die sie bestäuben können. Deshalb kann ich Gelbsenf als Dünger wirklich empfehlen, denn auf jeden Fall werden sich die Bienen freuen
und man bekommt Material, was man in den Boden einarbeiten kann und Wurzeln, die Stickstoff gebunden haben. Leider kann er nicht für immer dastehen, also musste er mit einer Sense abgemacht werden, um Tomaten und Gurken Platz zu machen. Und wieder kommt dieses Unkraut von den Jahren zuvor zum Vorschein, also auch gleich bei der Gelegenheit rausmachen. Zuallererst aber ein Ranggitter an der Wand, wo im Jahr zuvor die Gurken gewachsen sind. Hier sollen die Bohnen hochranken, deshalb mehrere Rankhilfen in Form von Ästen. Gegenüber die Tomaten, dieses Mal mit zwei Rankstangen, damit sie nicht so schnell hochwachsen. Für den neuen Standort vom Gurkengitter musste ein Weg angelegt werden und dann konnte auch schon das Gurkengitter gesetzt werden mit ein paar Bambusstangen als Befestigung. Und dann war es auch schon soweit, die ersten Pflanzen einzusetzen. Die einzelnen Bohnen habe ich direkt ins Beet eingesetzt und nicht vorgezogen. Schnittlauch und Brokkoli haben auch einen neuen Platz gefunden und vor allen Dingen der Brokkoli soll als kleine Schneckenablenkung wirken. Zucchinis und Paprikas natürlich auch in diesem Jahr, nur dieses Mal etwas anders angeordnet. Einen geschenkten afrikanischen Basilikum habe ich auch noch an das Gurkenbeet rangesetzt, da er angeblich gute Wirkungen auf Gurken und Tomaten hat, da er Schädlinge abhalten soll. Und zum Abschluss noch ein paar Radieschen und ein wenig Salat verteilt. Im Innenhof mussten einige neue Pflanzen untergebracht werden, da wir leider umziehen mussten. So bekommt der Hof neues Leben und einige Pflanzen die Chance, in richtiger Erde zu wachsen. Die Himbeeren und die etwas ältere Johannisbeere im neuen Beet und die Kiwi weiter vorne an der Wand. Die Johannisbeere sollte jetzt auch schon über 20 Jahre alt sein. Sie ist ein Setzling von der Pflanze meines Opas. Für unsere kleine Feige ein Platz vorne im Hochbeet mit viel Sonne. Dafür musste die winterharte Yucca-Leiter Platz machen. Hoffentlich blüht sie nächstes Jahr am neuen Standort wieder. Nachdem die Feige drin war, das Ganze mit Stein ein wenig abgegrenzt und mit Rindenmulch das Beet eingedeckt. Auf den restlichen freien Platz die Yucca und andere Pflanzen, die noch nach einem neuen Platz im Hof suchen. Eine neue Erdbeere wurde auch für den Hof gekauft, und zwar Mara de Bois. Man hört ja ab und an von Garten-YouTubern, dass die Erdbeere wirklich gut sein soll, und was soll ich sagen, sie schmeckt wirklich gut. Zum Glück vermehrt sie sich selbstständig auch sehr schnell. Von dieses Jahr 4 Pflanzen auf Ende des Jahres etwa 12 Ableger, wahrscheinlich sogar mehr, und da kann man sich auch in den nächsten Jahren sehr gute Ernten freuen. Ein gutes Beispiel für exponentielles Wachstum wie derzeit mit Corona. Mal schauen, wie lange es dauert, bis unser ganzer Hof zugewuchert ist. Da in diesem Jahr leider mehrere Umzüge stattgefunden haben, mussten auch die Pflanzen irgendwo versorgt werden. Deshalb habe ich auch mehrere Zyperngräser einfach in ein großes Gefäß neben den Teich gestellt. Sonnenblumen sollten nicht fehlen, deshalb habe ich um den Granatapfel mehrere Sonnenblumen aufgestellt. Am Ende überlebten allerdings nur die, die vorne zwischen den Steinen gewachsen sind, wild, und nicht die, die ich hinten selber gepflanzt hatte. Die hinteren haben leider zu wenig Sonne abbekommen. Die Himbeeren haben sich wirklich gut im vorderen Beet entwickelt und auch die Johannisbeeren haben auf eine gute Ernte hoffen lassen. Die Geranien haben wir noch versucht zu retten, allerdings hat das nicht funktioniert. Die sind wohl im Jahr davor erfroren. Die Oleander zum Glück nicht, die mussten nur in Form gebracht werden, damit sie besser zusammenstehen können und sich nicht überall gegenseitig Äste blockieren. Hier wieder ein kleiner Zwischenstand der Blütenpracht im Innenhof. Der Bodendecker besteht beinahe nur aus Blüten, deswegen hoffe ich auch, dass die neu angepflanzten Triebe auch gut anwachsen und nächstes Jahr auch so eine Blütenpracht geben. Die Blumenzwiebeln sind auch schon ausgetrieben, die Pfingstrosen haben große Knospen und lassen auch sehr viele Blüten hoffen. Beim Schnitt der Glycinie hatte ich wohl wirklich Glück, denn so viele Blüten hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre nicht. Die Schwertideen sind leider schon wieder welk, die haben nur einen kurzen Zeitraum, wo sie wirklich schön aussehen. Nebendran geht's der Kiwi dafür umso besser, die ist schon schön angewachsen. Der Schnitt der Rose ist auch offensichtlich gelungen, denn dort hängen auch schon sehr, sehr viele Knospen dran. Von den ersten grünen Knospen und Blättern zu einem Meer an verschiedenen Grüntönen über den Frühling und Sommer hinweg. Auf jeden Fall eine entspanntere Atmosphäre, als wenn da drin Parkplätze und Abstellflächen wären und kein Funken grün. Bei so vielen Rosen haben wir uns überlegt, können wir doch eigentlich Rosenöl mit anderem Öl zusammen herstellen. Hat leider nicht so gut funktioniert, allerdings ist es auch für die Rose gut, weil sie da nicht so viele Samen in den alten Blüten ausbilden muss. Der Johannisbeere scheint es an diesem Standort auch gut zu gehen, denn die Ernte war wirklich gut. Der Gemüsegarten hatte soweit eigentlich auch gut angefangen, die Tomaten hatten schon die ersten Blüten, der Rosenkohl sah gut aus und das Hochbeet glich einem Urwald. Die Radieschen habe ich vielleicht ein bisschen zu eng gesät, da haben sich die Schnecken auf jeden Fall drüber gefreut, von den Radieschen ist nicht viel übrig geblieben.
Gemulcht wird dieses Mal mit einer Mischung aus Hanfstreu, Hamsterstreu und Urgesteinsmehl, da nur das Hamsterstreu angeblich sehr sauer, sehr viel Kieselsäure drin haben soll. Aber mit dem Urgesteinsmehl sollte das ja ein wenig gedämpft werden. Nächstes Jahr will ich probieren, ob das wirklich so ist, ob das wirklich Silikat abgibt, denn man kann es ja eigentlich in Wasser einfach einlegen und mit einem Silikattest für Aquarium gucken, ob das wirklich was ans Wasser abgegeben hat oder nicht. Und so wäre es ja dann auch, wenn es auf dem Beet liegt, ob es eben was ans Beet in das Wasser abgibt oder nicht. Mulchen hätte ich mir allerdings auch wirklich sparen können für dieses Jahr, denn der Sommer wurde immer kühler und nasser. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, diejenigen, die Tomaten hatten, tut mir leid, aus denen wurde wahrscheinlich nichts. Die ersten Zucchinis wurden von den Schnecken angefressen, die ersten Tomaten hingen auch schon da, wurden allerdings irgendwie nicht reif. Der Basilikum hat wohl dort wirklich einen guten Standort. Die Blüten sehen wunderschön aus, locken viele Bienen an und machen sich auch gut auf dem Salat als Deko. Gurken, Tomaten und Bohnen sind zu einem Urwald gewachsen und lassen auf gute Ernteerträge hoffen. Aus den Tomaten wurde allerdings nichts. Denn wie schon gesagt, es wurde immer kühler und nasser und damit kam natürlich auch die Braun- und Krautfäule. Die Tomaten, die schon dran hingen, sind leider nicht mehr ausgereift, da ihnen die Sonne gefehlt hat. Und wenn mal eine rot war, dann war kein Geschmack da. Im Hochbeet habe ich nichts gemacht. Da blühen die Pflanzen, die im Vorjahr gesät wurden. Die große Blüte ist von der Karotte, die kleineren vom Majoran und die gelben vom Rucola. Die Bienen haben sich auf jeden Fall drüber gefreut. Und auch ein paar Marienkäfer haben sich im Hochbeet niedergelassen, um genau zu sein im Majoran. Hoffentlich sind sie nächstes Jahr noch da und kommen dann auch nach vorne, wenn an den Knospen von Glycinie und Hibiskus wieder Läuse sind. Die Tomaten mussten über den Sommer hinweg auch aufgefangen werden, da sie einzeln gewachsen zu groß wurden. Dafür habe ich mehrere Drähte durch den Garten gespannt, um die Pflanzen daran hochranken zu lassen, was auch gut funktioniert hat. Über den Sommer hinweg ansonsten nur ganz normale Arbeiten, wie gießen, Pflanzen in eine schöne Richtung bringen und Unkraut jäten. Der Rosenkohl ist, wie man sieht, auch gut groß gewachsen. Inzwischen nach dem ersten Frost kann man ihn sogar ernten. Der Mehltau hat ziemlich schnell dafür gesorgt, dass man an der Zucchini nichts mehr ernten konnte. Die Gurken allerdings haben sehr gut funktioniert und da gab es auch kaum Probleme. Die größte Sonnenblume bei uns wurde dieses Jahr knapp 4 Meter. Mal schauen, was da nächstes Jahr noch auf uns zukommt. An sich musste aber wegen dem Wetter alles dieses Jahr frühzeitig weggemacht werden, da alles in Mehltau, Krautbraunfäule oder irgendeiner anderen Krankheit untergegangen ist. Aber leider konnte die Gurke auch nicht für immer weitermachen und irgendwann wurde es ihr auch zu kalt. Deshalb dann alle Reste entfernt und über die ganze Fläche wieder Gelbsenf verteilt. Der bekommt im Winter auf jeden Fall auch eine Chance, der hat sich ja im letzten Winter gut bewährt. Und damit ist das Gartenjahr 2021 auch schon wieder vorbei. Für 2022 gibt es auf jeden Fall auch schon Pläne, allerdings mehr in Vlog-Form. Da könnt ihr euch also auf eine Menge neuer Videos freuen. Deshalb lohnt es sich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Wie ist bei euch das Gartenjahr 2021 gelaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.